Alles klar, Freunde. Wir reagieren auf das nächste Video, ja? Auf das Statement von Pumping hatten wir schon reagiert. Jetzt reagieren wir auf seinem anderen Kanal auf das Video Frankfurt übertreibt mal wieder, ja? Es wurde schon reingeschrieben. Ich glaube, es ist ein Tinder-Video. Also, Chat, ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Jetzt gibt's wieder was zum Lachen. Let's go, Digga. Okay, wir sind jetzt in Frankfurt. Hier ist auf jeden Fall die Hölle los. Ihr könnt schon hinten die Aufstellung sehen. Hä? Warum ist Huda da? Die hat noch Beef. Ah, okay. Ich glaube, das ist ein viel, viel älteres Video. Tinder geht los. Ich würde mal sagen, wir machen gar nicht lange rum. Ja, die haben T-Shirts und so an, Digga. Das ist vom Sommer. Wir gehen einmal unsere Ladies durch. Gott! Was für hübsche Mädels, Alter! Wow, und jetzt die Jungs! Boah! Wie hübsch, Alter! Hä, hey, wer denn aber noch? Jetzt die oder die da auch da hinten stehen? Wie viele sind das, Land? Let's go! Fashion Pulse ist am Start. Aha. Oh mein Gott. Heute werden wir auf jeden Fall. Oh, also, da war auf jeden Fall einer mit seinen Eltern im Märchenurlaub, Digga. Ne? Ja, wir werden auf jeden Fall natürlich auch wieder auf. Das Outfit eingehen, ne, natürlich. Gott, was ein Hübscher, guck mal hier. Okay, wisst Bescheid, Tinder auf meine Art, Ladies first. Stell dich mal vor. Ja, ich bin Alicia, 18. Ah, ich wollte gerade stoppen und raten, wie sie heißt und woher sie kommt. Ich schwör's euch, ich wollte 18 sagen, aber Name hätte ich Jasmin irgendwas gesagt, okay. Lass mal lauter reden. Ich bin Alicia, 18 und komme aus Kuba, Italien. Woher? Kuba, Italien. Kuba, Italien, wäre ich auch nicht drauf gekommen, krass. Kuba? Und Italien. Gut, weißt du, was deine Aufgabe ist? Ja. Ja, was? Ihn zu beschreiben, oder? Nee, erstmal abchecken von oben bis unten. Ey, du wirst abgecheckt. I've been really trying, baby. Ich sag euch ehrlich, Jogging und Schuhe feier ich, Digga. Diese Mies auf Kenneck angelehnt, aber Walla feier ich richtig. Das sieht irgendwie richtig, ist zwar Adidas mit Nike kombiniert, aber feier ich gerade. Irgendwie knallt das voll. Alicia, sag uns. Aber halt, zu viele verschiedene Marken peilt auch nicht, weißt du? Prada Shirt, Adidas Jogging, Nike Schuhe. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja, ich glaube, er ist gut erzogen, weil er war voll nett, hat gelacht, deswegen. Okay, also ab sofort, Jungs, an alle Männer, wenn ihr wollt, dass die Frauen denken, dass ihr gut erzogen seid, einfach lachen, Digga. Gut erzogen, woher weißt du das? Weil ich habe ihn vorhin angesprochen, weil ich was gehört habe und deswegen, und er hat voll gut geantwortet. Also ja? Okay. Ist er dein Typ? Ja, schon, also geht schon, ja. Beschreib mal deinen Traumtypen. So Spanier, so grüne Augen und braune Haare. Okay, alles klar, dann hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Ich muss mal sein Gesicht sehen und dann muss ich mal raten, was für ein Landsmann der ist. Auf jeden Fall ein Ja. Was geht mit meinem Bruder? Alles klar, geht's dir gut? Geht's dir gut? Alhamdulillah. Er ist auf jeden Fall. Ich will jetzt auf ein bisschen auf Kurde tippen. Ein bisschen auf, ja, so Araber halt. Ja, in die Richtung so. Also erzähl mal, mein Bruder. Und so 18 Jahre, 19 Jahre. Wie alt bist du? Wie heißt du? Ich heiße Ali, ich bin 18 Jahre alt. Okay, 18. Und komme aus Darmstadt. Darmstadt? Soll ich abchecken? Ah, keine Nationalität. Check dem ab. Aber Ali, ja, südländisch, ne? I've been really trying, baby. Ja, schwarze schon recht enge Hose. Air Force halt so klassisch so. Nichts Besonderes. Erzähl mal, Bruder. Warum kommt Bruder, ich sag dir ehrlich, so eigentlich ist ein nettes Mädchen, so süßes Mädchen, aber ihre Zähne, Bruder, die könnte die Zahnspange weitere 100 Jahre tragen, aber würde weiter so bleiben, Bruder. Und Bruder, die ist mir auch. Ja, es hat ein Abonnement an Ebro No Deal Abla verschenkt. Danke, Yasin, herzlich willkommen, Ebro. Bist du nackt hier? Die könnte auch komplett nackt hier vor mir stehen, so weißt du, ich meine. Aber du bist nicht gleich. Ist ja immer noch gut erzogen. Okay. Der Bre wollte schießen, aber war jetzt nicht so krass. Ich weiß nicht, Mensch macht er hier auf krass. Ich kann es ja nicht sagen, wie er privat ist, aber vorhin, egal, ich will nicht sagen. Sag gut. Nein, er kommt, sag, hast du einen Freund? Ich frag auch nicht alle Leute. Oh, oh. Also nein? Nein, Bruder. Immer noch ein Jahr? Ich bleib bei meinem Wort, aber. Boah, krass. Okay, wir gehen eins weiter. Jetzt geht's weiter. Okay. Du bist dran. Hübsche. Mach mal die Reihe. Okay. Schuf Koran, typisch Frankfurter. Ich krieg gleich die Krise, Digga. Nicht mal eine Reihe kriegen die hin. Wir gehen eins weiter. Stellst du dich bitte vor? Ich bin die Letizia. Wieder vergessen zu raten. Walla, Letizia. Was für einen Elektroschlag hat die denn bekommen? Sehr spezieller Name. Walla Landsfrau würde ich jetzt sagen, entweder Richtung Perserin, vielleicht Ägypterin, aus Armenien
Oder vielleicht aus Spanien, Kuba, keine Ahnung. Italien. 18 Jahre. Aus 19 Jahre höchstens. Ne, 18. Nürnberg. Letizia, was bist du für eine Landsfrau? Brasilien. Brasilien, krass. Brasiliano, ja, Latina. Muss, passt. Ist okay für dich, dass wir es veröffentlichen? Ja. Ja? Ja. Schöne Augen. Dankeschön. Danke, ich auch. Der wollte ja auch immer klar machen. Richtig süß. Check ihn mal ab von oben bis unten. Geh hin. I've been really trying, baby. Das ist gar nichts für sie, sag ich jetzt schon mal. Brasilianerin braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr, ne? So, Letizia, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Also generell ist er nicht so mein Typ, aber hätte er keinen Charakter und so safe. Okay, ja. Also Charakter zählt? Ja. Such T von meinem Bruder John Bro, ihr wisst Bescheid, checkt alle ab. Was jetzt? Ja, nein? Nein. Nein. Okay, wir haben ein Nein und hören uns die Meinung von drüben an. Bruder, aber stell dich einmal vor, sag mal Ding da. Immer typisch, wenn die Frauen kein Interesse haben. Ja, er ist süß, aber... Er ist süß, aber er hat bestimmt einen tollen Charakter, aber immer so. Dein Alter und so, yeah, und dein Sternzeichen. Ja, der sieht aus wie so ein... Ja, Name könnte alles sein, Digga. Von Ali bis Emre bis... Keine Ahnung. Landsmann von Türke, Kurde bis... Vielleicht Syrer, Türke, Kurde. Ich weiß nicht. Oder was anderes. 18, 19. Vielleicht sogar 17, 18. Ich heiße Rona, ich bin 18 Jahre alt. 18, ja. Was? Ich... Okay, wir checken sie einmal ab. Hä? Bruder. Hä, Bruder, ich will zu Ende reden. I've been really trying, baby. Bruder, 200%. 200% würdest du sie daten? 300%. Der wird jetzt sterben für sie. Ich würde sie auch daten, sag ich. Nur vom Aussehen und Charakter. Ich würde sie aber viel mehr daten als er wandern. Warte, wie alt bist du? 18. Ja, passt. Du hast aber eine Freundin. Ich hab keine Freundin. Boah, die arme Freundin, Digga. Ich schwöre bei Gott, die arme. Wenn ich das Mädchen wäre, also. Jungs, passt bei sowas auf. Auch wenn es nur Spaß ist oder nicht. Was vielleicht sogar ernst gemeint sein könnte, niemals, niemals, niemals sowas machen, weil dieses Video geht öffentlich und ihr habt eine Frau oder Freundin zu Hause und wenn sie sehen sollte, wie ihr über andere Frauen so redet, ne, das ist schon wie Fremdgehen. Wallah, sowas macht man nicht. Das ist richtig, richtig eib. Wenn er wirklich eine Freundin haben sollte, ist das hardcore respektlos. Wallah. Also ein Ja? Ja, 100. Ja, nein. Ja, ich will auch ein Ja geben. Wir gehen eins weiter. Weil ihr müsst euch immer in die Perspektive setzen, stell mal vor, deine Freundin macht bei so einem Video mit und sagt zu einem Typen, boah, ich werde dich auch sofort so. Ihr würdet euch auch krass mies fühlen. Gut, stellst du dich bitte vor? Ja, hi. Walla, was gerade da passiert bei den beiden? Ach, schon zu Ende. Ja, nein, wurde kein Date, ne? Ich bin Amy, ich bin 24 und... Ah, scheiße, ich konnte wieder nicht raten, Digga. Ja, Amy, 24. Landsfrau, Deutsche oder Amerikanerin? Ich komme aus Regensburg. Ja, okay, reicht. Deutsche. Okay, Amy, check den Jigo mal einmal von oben bis unten ab. Try, baby. Hey, wow, Frankfurt, das sagt Bü. So, Amy. Ich sag dir ehrlich, die wird auf jeden Fall Ja sagen. Was sagst du? Würdest du ihn daten? Ja. Obwohl, entweder macht sie einen auf so Nähe voll asozial Mittelfinger, aber ich hab irgendwie das Gefühl, ah, scheiße, es könnte beides sein. Nee, sie sagt nein. Ja, nein, begründe es. Wir sind ja ein oberflächliches Video. Hier geht es ja auch hauptsächlich ums Aussehen. Ja. Ich glaube, sie sagt nein. Ich wollte eigentlich eher Ja sagen, aber ich glaube, sie sagt nein. Okay, also ich würde ihn nicht daten, da ich eher auf Männer stehe und ich finde, dass er nicht ganz so männlich wirkt. Das hatte ich gedacht, weil er sich damit zu kindisch dargestellt hat. Aber ansonsten sieht er fresh aus, ist groß. So könnte er eigentlich sonst bei ihr punkten. Nein, das hat nichts damit zu tun. Das ist nicht böse gemeint. Ich stehe eher auf Männer, deswegen würde ich dich nicht daten. Boah, Wallah, also ich glaube, es gibt keinen größeren Korb, Digga, wenn eine Frau sagt, ich stehe eher auf Männer. Aber du hast ein hübsches Gesicht. Ja, du bist nicht mein Typ einfach. Was sind deine Typen? Ich stehe einfach auf richtige Männer. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so beschreiben. Ist hier jemand, wo du sagen würdest, der... Gerade nicht. Irgendwann steht nicht diese Fahrer mit Tätowierungen und so. Nein, wirklich nicht. Er auch nicht? Gerade nicht, nein. Mach mal eine Bizeps-Pose. Okay. War nicht böse. Also ein Nein. Ein nettes Nein, ja. Gut, wir hören uns die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor, wie alt bist du? Vater, auf die. Das ist so richtige Kenneck. Der ist so halb Libanese, halb Eritreer, irgendwie sowas, Digga. 10 Jahre alt. Okay, check mal die Chai ab, von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sagte ich hier auf richtige Männer, läuft aber da mit Jogi rum, Digga. Aha.
Ich sag ein Nein, Bruder. Die sieht aus wie Batman Jay mit 1000 rum. Sag, du siehst aus wie Batmans Jay mit rum. Der fühlt sich gerade, weil alle lachen. Haran. Sag Meadow von Wish bestellt, oder was? Ey, guck mal, diese Meadow, guck mal, ich sag euch mal ehrlich, diese Wish-Witze, Walla, die werden langsam so langweilig, ich schwöre. Walla, die hat Bauch an. Was bist du? Eine 10 von 10, was bist du eigentlich? Okay. 10 von 10. Sag von ihr. Hat der ein Klo auf deinem Kopf geschissen? Was soll ich sagen? Guck mal. Sie ist hübscher als er. Ich werd nicht... Walla, ich sag euch offen, ehrlich, wenn wir wirklich Chat, einmal in den Chat rein. Zwei scheiß Charakter vielleicht, die sind am Schießen, sich am Beleidigen, so, ne, okay, gehört sich nicht. Der Junge sieht schon fresh aus, süßer Junge. Das Mädchen ist jetzt nicht krass, Digga. Wenn sie, weil die sagen gerade, ne, ich bin eine 10 von 10, sieht besser als du aus, naja. Ich fett schießen, erstens dieses Batman's Shade, das höre ich jeden Tag. Ihre Raut, sag ich, haut gerade auch nicht die reinste, ne, versteckt unter ihrem Make-up. Der Junge hat ein frisches Gesicht. Lass dich endlich mal was Neues einfallen. Und zweitens werde ich nicht gegen dich schießen, weil ich reif genug bin und ich lasse das Gott klären, wenn du gegen mich schießt. Okay, herzlichen Glückwunsch. Hey. Du willst einen Mann? Erzähl, Bruder, erzähl. Bist du zufällig Muslime oder so? Ist es nicht irgendwie haram, dass du gegen andere schießt? Okay, Walla, ist vorbei, finito. Gegen deren Aussehen? Peinlich. Sag mal ehrlich, komm mal wieder runter. Was hat das Video mit Religion zu tun? Bist du nicht gläubig, oder was? Bitte? Ob du nicht gläubig bist? Ich bin gläubig. Ich bin gläubig. Ich bin gläubig. Musst du wissen, dass das haram ist, dass man gegen andere schießt, dass du auch gegen Gott schießt damit, weil Gott hat mir das mitgegeben. Lass sie doch ausreden, ey. Ja, was hat das Video mit Religion zu tun? Das hat doch jetzt nichts damit zu tun. Warum fragst du ihn, ob er gläubig ist? Erklär mir, sag mal bitte, was hat das Video mit Religion zu tun? Warum fragst du ihn nach seinem Glauben? Nein, er geht gegen... Einfach Reguilón, der Fußballspieler von Tottenham. Reguilón. Meinen Körper, okay? Ja. Gott hat mir das mitgegeben. Und warum soll ich mich dafür schämen, wenn mir Gott das mitgegeben hat? Also deine Haarfarbe auch? Nein, die ist gefärbt. Allah will, das geht gerade eine ganz unverschämte Richtung hier, Digga. Sieht man ja offensichtlich. Aber was ist daran so schlimm? Hat jemand die nur noch Bestchat gewählt? Was wussten wir? Ja, was soll ich da so sagen? Ich werde nicht viel sagen. Wie gesagt, Gott klärt das, wenn jemand gegen mich schießt. Vor allem vor dem Video hat er noch gesagt, ich schieße nicht gegen mich, hat eine Hand gegeben darauf. Und er macht trotzdem. Aber sag doch mal Wahrheit. Richtig ehrenlos. Kasen von hinten, aber sag mal Wahrheit. Bruder, war selber leise. Was ist denn überhaupt? Was ist denn überhaupt? Schaumhaare in deiner Fresse wegrasieren. Was habt ihr gesagt? Ich höre nicht. Du sollst erstmal deine Schaumhaare in deiner Fresse wegrasieren, bevor du mal redest. Sie sagt gerade noch, ist das nicht haram, wenn du über meinen Körper redest? Das hat mir Gott mitgegeben, aber das ist doch genauso. Du redest doch auch gerade über sein Äußeres. Ja, Doppelmoral. Gesichtsbehaarung ist normal, aber sie soll erstmal die Bauchhaare wegmachen. Mir ist vorhin was in die Augen gekommen, irgendwie über Religion. So, um ehrlich zu sein, mit dieser Haarfarbe siehst du auch aus wie ein Sack. Warte. Niemals bei mir reichen. Sie sagt, ich habe gegen ihn geschossen, du bist nicht bei mir. Ja, ihr Niveau wird auch nicht zu mir reichen. Hä, was redest du eigentlich? Ein Kanaken versuchen, Deutsch zu reden. Wie soll ich mit ihm gerade reden? Ich sag dir ganz ehrlich, guck mal, ich bin eine Lady. Du bist ein kleines Kind noch. Egal, warte, lass mich schon was sagen. Guck mal. Was hast du zu ihm gesagt? Du wärst eine 10 von 10? Green Dama gibt 12 Kill. Dass ich ein nettes Nein habe zu ihm. Ganz ein. Was hast du vorhin gesagt, du wärst eine 10 von 10? Ja. Von hinten bist du auch eine 10 von 10. Der fühlt sich richtig, der Junge. Sie macht gerade noch arrogant und sagt süß, müß, aber zu Hause wird die darüber heulen hart. Das check ich auch nicht, Mann. Guck mal, ich heule nicht, ich bin nicht arrogant, ich bin ganz normal. Ich bin eine erwachsene Lady, ich bin 24. Und eine erwachsene Lady, die bei Tinder mitmacht, mit 17-Jährigen, ist die sicher am Beefen, Digga. Ja, Mann, genau. Und ich werde mich nicht auf dieses Niveau herabgeben, okay? Ganz ehrlich. Habt ihr jetzt ein Jahr? Du bist sieht aus wie 17. Du bist tiefer als dem Niveau, wo du schon gelandet bist. Oder gelandet werden willst. Gelandet werden willst. Viel mehr erreicht wahrscheinlich als du. Also, halt was denn Instagram-Tanz? Also, diese Jungs, die denken alle, die sind okay. Krass. Aber ihr seid erst krass, wenn ihr richtige Männer seid. Also, wir haben hier absolute No-Gos. No-Go. Das ist richtig No-Go. Was ist mit dir? No-Go. Natürlich. Ich würde sagen, wir beenden das Video. So, Leute, ihr wisst Bescheid. Schaltet jeden Sonntag 5. Ach, krass, das war's schon? Okay. 15:01, das war Frankfurt. Frankfurt!
Geil, geil, die Frankfurter, ich liebe die, Alter. Okay, das war's mit dem Video auf jeden Fall. Sehr amüsant, sehr, sehr lustig.